Video wird unterstützt durch One Football. Bitte, welcome, bitte. Mani, Mani! Kulibali! Sinigal! Illegal! Wuppertal! Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem Prime Icon Pack Battle. Ja, Freunde, wir haben heute zwei Prime Icon Sets am Start, denn momentan gibt's nichts anderes viel zu machen. Tots kommt morgen raus und wir haben uns aber noch was Geiles überlegt, worauf ihr auch Bock hattet. Und wer ist wir? Ich habe heute noch den Bossio am Start. Was geht, Freunde? Ich bin auch noch am Start. Ja, Prime Icon Packs wieder. Ich hab Bock, ich hoffe, die gönnt einmal. Aber gut, werden wir mal sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, wir haben auch lange nichts mehr aufgenommen, ne? Ich hab gesehen, Discord war letztes Mal schon ziemlich ein paar Monate her. Das stimmt, das ist lange her. Mal schauen, gucken wir mal, ob ich das bereue hier. Gehen wir mal. Kurz vom Touch mal 5 Millionen weg. Ja, weg damit hier. Ja, wir machen es heute so, wir öffnen beide ein Pack, sagen natürlich nicht, was wir gezogen haben, sondern wir werden das Ganze so machen, wir werden die Spielerin im Team packen, dann fehlen noch 10 Spieler und um die Nation von diesen Spielern, die wir gezogen haben, werden wir dann das Team bauen. Also ziehen wir zum Beispiel einen Portugiesen, muss das ganze Team voller Portugiesen sein. Habt ihr verstanden? Ist an sich simpel. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, wir haben natürlich beim Boss hier auch was aufgenommen, checkt das nach diesem Video ab und dann würde ich sagen, gehen wir ins Pack, 3, 2, 1, go. Gehen wir rein, let's go. Komm schon. Oh, komm, bitte. Gib mir einfach Brasil. Bitte, ey. Ich brauche mal wieder Luck in diesen Icon. Komm. Oh, es ist ich weiß. Ich wieder Luck. Oh nein, no, oh no. Ja. Ja, das kann lustig werden. Hast du eine gute Nation oder einen guten Spieler? Also mein Spieler ist ganz gut, Nation nicht so geil. Also ich meine Spieler, der Spieler ist an sich in Ordnung. Nation okay. ist jetzt keine Top 10 Nation, sag ich mal so. Oh, wir könnten vielleicht das gleiche haben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein und bauen unser Team. Spieler sind drin. Formation können wir frei wählen. Wir können komplett machen, was wir wollen. Es muss halt die Liga sein. Ja. Okay, ich schaue erstmal, was ich im Verein habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da schon ein paar Spiele habe. Okay. Also ich glaube, ich davon haben welche nicht. Aber es gibt ein paar, die man auf jeden Fall irgendwie mit dem benutzen könnte. Ich gucke jetzt auch mal rein. Oh shit, mein Sturm ist schnell. Also es gibt auf jeden Fall schnelle und der Mann ist auch eigentlich ziemlich gut. Hast du schnelle Icon? Ist, oder sagen wir es so, ist sie eher offensiv oder eher defensiv? Ja, vielleicht auch Torwart. Ich will nicht zu viel sagen, ich hätte schon zu viel verraten. Ich frag ja nur. Ich muss jetzt erstmal Dream Squad gucken, was es hier überhaupt gibt. Ja, ich muss auch mal gucken, ich mach hier mal Football noch auf. Den habe ich leider nicht. Ja, okay, den kann man glaube ich kaufen. Was ist echt jetzt? Ja, und dann hört es auch glaube ich schon dann irgendwann auf. Also so viele gibt es gar nicht. Ich sehe schon den ein oder anderen Spieler, der mir echt sehr, 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 sehr gut gefällt. Ja? Ja, doch. Also ich glaube, da kann man... Ich sehe hier einfach da nichts. Kann man, glaube ich, was Nettes bauen. Ja, man kann ja Spieler spielen, wo man will, würde ich sagen. Ne? So, das haben wir auch gesagt. Ja, Digga, kann einfach, ne, so... Sehr gut. Okay, dann bin ich auf jeden Fall am Ende off-Kern. gibt es hier überhaupt was Vernünftiges? Ja, okay, doch, den gibt's. Das war mal ein WM-Held. Auf jeden Fall. Also wer sich an den nicht erinnert, der hat schon damals einiges abgerissen. Ist zwar ein kleiner Zwerg, aber ich glaube, Bossio schießt halt sowieso nicht so oft aufs Tor. Ah, da kommen wir. Guck mal, wie er jetzt schon anfängt, Digga. Also, ich sag mal so, das Ding ist, bei meiner Nation gibt es gar nicht so viel Auswahl. Aha. Von daher gibt es auch gar nicht so lange teambaumäßig, glaube ich. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du schon so eine... Also, ich habe jetzt schon so ein paar. Ich guck gerade, was so die Top-Spieler sind von dieser Nation. Ja. Und, ich habe halt den einen oder anderen vergessen und man gibt schon hier ein paar Spieler, mit denen man was anfangen kann. Jetzt halt die Frage, die anderen Positionen, ne? Boah, jetzt wird's halt schon... Ja, okay, ist relativ dünn, sagen wir's mal so. Ist relativ dünn, ja, was jetzt kommt. Machen wir so metamäßig Rechtsverteidiger in die Innenverteidigung? Boah, willst du... Nee, also...
Das. Ja, Digga. Wollen wir jetzt, also, Digga, wenn du magst, okay, aber ich fänd's halt lustig, so wenn man jetzt. Ich meine, ich habe jetzt auch zum Beispiel meinen Sechser zum Beispiel. Da gibt's halt nur Müll. So, okay, dann spielt man halt mal auch mal einen Spieler, der scheiße ist. Mal auch mal in den sauren Apfel reinbeißen. Bro, wenn du meine Nation sehen würdest. Digga, das. Du würdest es verstehen können. Meinst du? Die ganzen Erbsen, ja. Ich muss jetzt auch gerade gucken, wie ich spiele. Ach, oh mein Gott, und der ist ja, glaube ich, sogar noch SBC. Den gibt's, glaube ich, gar nicht. Ja. Yo, dann muss ich da ja im Endeffekt, glaube ich, sogar den hier spielen. Ist ja dann noch besser. Da müssen wir eigentlich schon dann buttern, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, ich habe den zwar im Verein, aber das macht ja dann schon mehr Laune. Also, das Problem ist, offensiv gibt es ein paar gute bei mir. So, wo man sagt, okay, so nice. Aber defensiv, Bruder, muss ich wirklich, wirklich, wirklich los. Also, an sich habe ich mein Team. Ach du Scheiße. Könnte Battleship sein. Ehrlich jetzt? Mehr Off-Cam als On-Cam. Die Scheiße. Ist doch alles aus einem Land. Ja, das ist das Ding. Kannst du dir vorstellen, was ich hier gebaut habe. Scheiße. Krasser Pult. Okay, bist du soweit? Ja. 3, 2, 1. Hast du dir geschickt. Oh mein Gott. Was? Schuka? Ja. Eieieiei, da gibt's aber schon ein paar gute Spieler. Ja, Orsic, das sind halt Rebic, Orsic, Modric und Perisic, das war's. Der Rest ist halt Quatsch, ne? Defense sieht böse aus. Oh mein Gott, dein Sturm, Digga. Lozano, schwierig, Vela. Aber ansonsten. Ja? Guck dir mal meine Defense an. Ja, okay, da sind wir halt beide echt, ja. Dann gibt es wenigstens viele Tore. Alles klar, würde ich sagen. Gehen wir rein. Let's go. Und ansonsten, was geht so immer bei dir? Erzähl mal ein bisschen, wie läuft's dir? Ich erzähl gar nichts. Ich lass mich doch nicht ablenken von dir. Digga, mit deinem, sollte das. Nee, Digga, ist gegen mich, Digga. Von links nach rechts. Ich schwör dir, ich merk das schon wieder. Gold Reischwitzer, weh ich doch selbst. Hast du einen Custom-Controller oder was? Ein Custom-Controller? Custom-Made-Controller. Also ohne R2-Knopf. Was ist ein R2? Ah, das ist. Schnell laufen, Mann! Ah, das ist das. Ja, nee, hab ich nicht. Der ist abgefallen letztens. Ist abgefallen. Ja, mir durch Shantosh. Der will mich noch rauslocken. Ich weiß ja, wie das hier lebt. Vorne sind die Schnellen da. Stirnband. Oh. Guck mal, der geht wieder. Digga, ist schnell. Was ist das? Ist das einfach? Ist das eklig. Diesmal aber. Ja, Digga, das kann halt jetzt die ganze Zeit so gehen. Der kann es einfach durchschnellen. Ne? Stark, geil. Ja, die sind viel zu schnell. Was geht bei dir so? Erzähl doch mal, was auf seinem Ding. Bei mir? Boah, Digga, viel. Dies, das. Klimawandel, weißt du? Viel unterwegs momentan. Ja, sehr viel unterwegs, Digga. Gestern Abend schön im Club gewesen, Bruder, weißt du? Geil, Mann. Ja. Wie viele Weiber hast du abgeschleppt? 26. 26. War die so alt, oder was? 26, ja. Nee. Ja. Nee, ich wollte gerade was sagen. Ich dachte mir so, komm, lass mal lieber. Ah, hast du zwei 13-Jährige, oder was? Nee. Digga, ich bitte dich. Was macht das? Was macht das überhaupt? Was ist Rebic? Oh Junge, ist das schöner Fußball. Mhm. Tory Lanez, unser Future-Star. Tory Lanez? Tory Lanez, der ist ein guter Mann. Hast du mal von Tory Lanez die Insta-Livestreams gesehen, oder? Bei Quarantine? Ja. Quarantine! Ja. I got it! Dafür, dass mein Mittelfeld und die Offensive eigentlich gar nicht so scheiße ist. Aber der Rest ist halt echt sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Corona macht das ganz stark. Boah, wichtig. Das ist auch ganz stark. Sein Urgroßvater wieder. Also, wenn wir wieder irgendwelche Tricks da rein machen. Hoppa. Oh, was? Was? Was macht denn das? Hugo! Samba de Brasil, Alter. Hey, Paste. Oh. Ja, irgendwie. Das ist mein Innenverteidiger. Ist er das? Was eine Ballbehandlung, Lana Rhodes! Du dummer Abstart, Rebic, Alter, wirklich, ich hoffe, es steckt ja. Es ist. Dieser. Keine Ahnung, wie der Connector bei dir heißt. Wie heißt der? Brooks, Mux? Wer ist denn das? Wer? Dein Innenverteidiger. Das ist Araujo und Rodriguez. Bro, die heißen alle gleich gefühlt. Ja, Rodriguez, Muchacho. Der ist zu gut einfach für den Rebic. Wer ist das eigentlich? Das von CSKA Moskau? Moskau? Oh mein Gott! Der war durch! Oh, war der flüssig! Wer ist das? War der flüssig? Luis Alco. Oh mein Gott!
Dann lass mal klatschen. Scheiße. Digga, was denn Torwart machen müssen. Schuker. Schuker. Araujo ist zu langsam. Wir müssen den Torwart locken. Schuker. Oh Gott. Haut schon ab. Er stellt Digga, auf. Ich muss, Digga. Ich hab Katastrophe hier. Das bringt dir aber nichts. Oh, let's go. Sanchez. Hugo. Oh, der schickt den. Komm. Oh, Rodriguez, Junge. Der vernascht ihn einfach. Bin da. Ja! Ich kann nichts machen. Ja! Ja! Das war ein gut gespielter Angriff. Oh. Mach den nicht jetzt. Oh. Schucke! Geh doch hin! Was? Wichtig, Junge. Ich hab doch gesagt, Digga. Davor erstmal Zucker. Yo. GG. GG, Digga. Bin ich zufrieden, ey. Bin ich zufrieden, sehr zufrieden sogar. Aber Digga, es lässt sich trotzdem so scheiße spielen, Hilfe. Ja, die Mexikaner gingen aber schon ab, muss ich sagen. Ja, deine Offensive ging auch, deine Defensive war gut. Ja, die Defensive am Müll. Okay. Ein Pick? Jupp. Kurz und schmerzlos? Kurz und schmerzlos. Dann nehmen wir mal deinen rechten Außenverteidiger. Ich hab stehen gelassen. Hast stehen lassen? Ja, Frisalko! Dann, oh, ganz bitter, kannst du abstoßen. Ich stoß mal ab, Digga. Die 96 mit. Ich hab schon gesehen, Digga, dass der Mut in Spanien geht, der teuerste Mann. Aber gut, Digga. Ja, es ist halt, es hat seine Vor- und Nachteile, ne? Wenn du ein scheiß Team hast, kriegst du vielleicht auf den Sack, aber es ist halt auch. Ne? Aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden trotzdem. Ich bin sehr zufrieden. Ist okay. Freunde, das war's soweit von diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben beim Boss hier natürlich auch was aufgenommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns da wieder. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.